Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zur letzten Folge des Daily Shops. Schon wieder von mir, Fix. Ja, hi, ihr kennt mich vielleicht von den letzten Tagen und ihr seid mich endlich los. Denn morgen kommt Chris wieder und heute zeige ich euch das letzte Mal den Fortnite-Shop von heute. Ja, wir starten direkt in den Item-Shop und wir sehen schon, der beste Skin ever ist back. Wie Monte so schön sagen würde. Hier, dieser Schlachthund ist am Start. Ich muss sagen, nicht so ein geiler Skin. Habe ich mir aber trotzdem gekauft. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung. Aber irgendwie, ich finde, das ist nicht der beste Skin ever. Aber er wird so genannt, von daher ist es der beste Skin ever. Dazu haben wir natürlich wieder seine Spitzhacke am Start. Auf der linken Seite haben wir die Clowns wieder drinnen. Einmal den männlichen, einmal den weiblichen. Und einmal die Quiekspitzhacke oder Quietscherspitzhacke. Ich finde die richtig nice. Ich spiele die sehr, sehr gerne. Also manchmal nervt sie ein bisschen, wenn man sie zu viel spielt, weil dann macht sie immer so. Und so. Und so. Und so. Und es geht halt irgendwann. Irgendwann nervt es. Aber an sich ist es eine coole Spitzhacke und ziemlich erniedrigend, wenn du die Gegner damit totpickst. Ja, kommen wir zur rechten Seite des heutigen Shops. Und zwar haben wir den ersten Skin auf der rechten Seite, den Weitschuss-Skin. Ist so ein Camouflage getarnter Sniper, würde ich mal sagen. An sich nicht schlecht, aber er hat mir nicht so gut gefallen, dass ich ihn gekauft habe. Aber irgendwie trotzdem cool, muss ich schon sagen. Ich habe eher gedacht, dass es ein Twitch Prime Skin wird. Allgemein sollte mal wieder ein Twitch Prime Skin kommen, ne? Aber ja, allgemein cooler Skin. Nur nicht so cool, dass ich ihn hole. Ich habe mir den blauen geholt, die weibliche Form davon. Ist heute leider nicht im Shop. Der nächste Emote von heute, beziehungsweise der erste Emote von heute, ist der am Haken Emote. Schön am Angeln, der Renegade Raider zeigt dir schön den Fisch, den er gefangen hat. Cooler Emote, habe ich aber noch nicht gekauft, weiß nicht. Glaube ich, kaufe ich mir auch noch nicht, bin mir noch nicht sicher. Dann haben wir als nächstes Skin einen No-Skin am Stissel, würde ich mal fast sagen. Der High-Rise Trooper, ein Camouflage No-Skin mit schwarzen Haaren. Ist der Ben mit braunen Haaren, ne? Gibt es den Ben mit braunen Haaren auch in anderen Skins? Ich weiß gar nicht. Crazy eigentlich. Aber jetzt nicht so mega Skin, dass ich ihn kaufe. I don't know. Ich bin echt kritisch geworden, was die Skins angeht. Ja, ich glaube, ich würde ihn nicht spielen. Ich bin nicht so der Fan von den männlichen Skins. Kommen wir zur nächsten Spitzhacke, die heute drin ist. Und zwar ein Kälteeinbruch. Das ist diese Spitzhacke hier. Schaut eigentlich relativ cool aus. Hat diesen Effekt. Ja, relativ coole Spitzhacke, ist glaube ich mit einem Gartenzwerg gekommen und kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Ich finde es irgendwie cool, dass er so eingefroren ist hier. Schaut ziemlich nice aus. Dann kommen wir zum nächsten Emote von heute und zwar den Showstopper. Richtig cooler Emote, gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich oft benutzt, habe ich viel gespielt. Er hat sehr viel Spaß dran. Und ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann kommen wir zum letzten Skin, beziehungsweise nicht Skin, sondern zum Gleiter. Jetzt kommen wir zum letzten Item hier im Fortnite-Shop. Und zwar diesen Gleiter hier, den Schneesturm. Standard-Gleitermodell. Ihr wisst, was ich davon halte. Ist halt einfach Standard-Gleitermodell. Leute, aber wie immer, wenn ihr euch was kauft im heutigen Shop, versucht natürlich hier einen Creator eurer Wahl zu unterstützen, am besten euren Lieblings-YouTuber. Einfach bei Unterstützer einen Creator seinen Namen eingeben und dann supportet ihr ihn, wenn ihr was kauft. Ja, Leute, das war's mit dem Daily Shop von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich war euch eine gute Vertretung. Ab morgen ist wieder Snox da und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung, dann kommt ihr rüber auf meinen Channel. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und wenn nicht, dann nicht. Naja, bis zum nächsten Mal. Bis irgendwann, wenn Chris wieder Urlaub macht. Tschüss.